So, wieder hallo und willkommen zurück zu einer wunderbaren weiteren Ausgabe von BeamNG Drive. Wir sind zurück im 0.27er Update und mit einem weiteren Fahrzeug, nämlich dem SP Dune Kicker. Einem wunderbaren Renntruck für Offroad-Strecken, die Wüste und Stadium, dies, das, ihr wisst Bescheid. Und was sie mit diesem Update ja so groß oder viel geändert haben, ist, dass viele Fahrzeuge viele neue Features reinbringen. Also jedes der Fahrzeuge hat eigentlich irgendwie so einen Punkt, den es im BeamNG Drive noch nicht gab. Und im SP Dune Kicker ist es, dass es das erste Fahrzeug ist, wo sie wirklich mit Profis zusammengearbeitet haben. Sie haben also wirklich, wie haben sie es geschrieben? Industry Experts, genau. Leuten aus der Industrie oder eben auch Rennfahrern von diesen Fahrzeugen, mit denen sie sich auseinandergesetzt haben, mit denen sie Feedback besprochen haben, dass diese Fahrzeuge ja so möglichst nah an die Realität rankommen. Und wie gesagt, das ist das erste Mal, dass das im BeamNG Drive so stattgefunden hat. Die anderen Fahrzeuge sind eher nach Gefühl entwickelt worden. Natürlich auch mit ein bisschen Infos hier und da, aber eben nicht mit Experten und wirklichen Rennfahrern im Hintergrund, die gesagt haben, so und so müsst ihr es anpassen, damit sich das richtig fährt. Das ist natürlich ziemlich, ziemlich geil. Ja, den SP Dune Kicker gibt es in wunderbaren drei Varianten. Wir haben jetzt erstmal die Stadium-Variante. Das sind diese typischen Stadium-Truck-Rennen, die ihr kennt. Gab es auch in Dirt, unter anderem konnte man die fahren. Hier die Stadium-Version. Wir haben dann eben noch eine Spec 2-Version, die auch gut durch die Wüste kann, aber Serienmotor hat eben ja als Einsteigerklasse, um eben ja dem Kundensport zu ermöglichen, damit es nicht brutal teuer wird, und in Unlimited mit dem großen V8-Motor und nochmal richtig Kassala drunter. Kostet natürlich dementsprechend auch ein bisschen mehr. Ja, das sind die drei schönen Kfz, die wir uns heute anschauen werden. Und wir fangen erstmal an, wie gesagt, mit der Stadium-Variante. Nebenbei sehr wildes Fahrzeug, wenn man sich das mal so anschaut. Das ist schon geil. Also, ne, hier hinten der große. Nicht Ladeluftkühler, Wasserkühler müsste sein, genau, Wasserkühler, weil man möchte den ja nicht vorne haben, weil erstmal ja, wird sehr viel Sand, Staub und Dreck aufgewühlt, ne, das kann in so einen Kühler mal ganz schnell ein Loch reinschlagen, vor allem wenn du nur auf Pisten ballerst, wo überall Kieselsteine so rumfliegen, so ein Kühler ist schneller durch, als du gucken kannst, plus, ja, bei Kontakt, der auch gerne mal passieren kann, ist auch nicht das erste, was kaputt geht, der Kühler. Ähnlicher Grund, warum Rallycross-Fahrzeuge die meist nach hinten setzen. Weil eben, wie gesagt, Steine und so hochgeworfen werden können. Und die stören nicht, wenn die in die Front einschlagen, aber sie stören sehr schön, wenn sie den Kühler einmal durchlöchern. Da war das nämlich mit dem Rennen ganz schnell passé. So, wir fahren mal eine Runde los. Mit dem fahre ich jetzt mal rüber zu dem Track hier, weil da müsste dieser Wagen ein bisschen besser aufgehoben sein. Meine Fresse, sind die denn alle so laut momentan? Junge, Junge, so. So ist besser. Weil da müsste er nämlich aufgehoben sein, weil er ist ja ein Stadium-Fahrzeug. Und das ist natürlich ein schöner Track, den wir haben. Deswegen ballern wir da jetzt gerade mal schön rüber. Und wir sehen auch schon, ja, was diese Fahrzeuge so ein bisschen ausmacht, ist ein wunderschönes, weiches Fahrwerk. Die Unlimited-Variante und der andere haben noch ein krasseres Fahrwerk. Die können in der Wüste noch ein bisschen mehr mit Dünen umgehen. Aber der Kollege ist hier eben für diese Stadium-Tracks mit ein paar Sprüngen und. Also das Fahrwerk ist jetzt auch nicht unbedingt super schlecht. Aber da ist noch ein kleiner Unterschied. Aber ihr seht es hier schon, wenn wir hier drüber jagen, wie gut er das einfach ausgleichen kann. Das juckt ihn halt nicht. Guck hier. Also wir hebeln uns ja wirklich nicht aus. Klar, wir springen ein bisschen und bouncen immer mal wieder gern zurück. Aber so ein wirkliches Aushebeln des Fahrzeugs, das ist hier nicht am happenen, würde ich mal so schön sagen. So, da sind wir doch schon im wunderbaren Dune Kicker Base Crimp. Passt ja sogar. So, dann wollen wir mal hier rein gerade. Und dann schauen wir mal, was die Fahrzeuge natürlich ausmacht. Heckantrieb, ne? Hier ist kein Allrad verbaut. Das ist ein ganz wichtiger, markanter Punkt. Weil viele Offroad-Trucks und sowas haben ja Allrad verbaut. Ja, diese Fahrzeugklasse eben nicht. Und ich muss sagen, ich mag diese Trucks sehr, sehr gerne. Ne? Also wenn ich eine Auswahl hätte, oh, Buggy-Rennen oder diese Rennen in Rennspielen, Offroad-Rennspielen, oh, da würde ich nicht lange überlegen. Ich finde die Dinger sehr geil. Ich habe die in den Dirt-Spielen auch immer sehr geliebt. So, dann wollen wir das irgendwann ein bisschen hier über den Track ballern. Weil, wie gesagt, hierfür ist der Wagen gebaut für kurze, kleine Kurse mit schnellen Beschleunigungsarealen, engen Kurven. Dafür ist der Wagen gedacht. Und nicht zu vielen Unebenheiten, so leichten Sprüngen mal dabei. Da kommt dieser Wagen sehr, sehr gut zum Tragen und funktioniert auch sehr gut. Das sehen wir ja auch gerade schon. Weil kann man den schön, weil es ein bisschen untersteuern, ein bisschen zu spät reingeschmissen. Wollte ich gerade sagen, man kann ihn schön in die Kurve reinschmeißen, wenn man den Punkt nicht vergisst, wo die Kurve ist. Aber sonst fährst du den Wagen immer so ganz leicht seitwärts durch die Kurve. Und man muss sagen, es sind halt Rennen, die einfach zum Zuschauen sehr, sehr viel Spaß machen. Weil halt natürlich sehr viel Action passiert. Du hast natürlich da Trucks, die halt super viel Suspension Travel haben. Dann Sprünge dabei. Dann hast du aber auch relativ viel Kontakt hier und da mal, weil das Ganze baut natürlich nur auf einem Rahmen aus Rohren auf, das ganze Fahrzeug hier. Und darüber ist einfach eine GFK. Ich vermute mal GFK. Ich weiß nicht, woraus die Karosserie sonst besteht. Carbon wird es sicher nicht sein, weil es zu teuer ist auf Dauer, würde ich mal behaupten. Aber einfach auf so eine Karosserie, die aufgesteckt worden ist. Weil wenn die kaputt geht, ist es scheißegal. Den Rahmen kriegst du eigentlich kaum krumm. Und wenn, schmeißt den halt kurz neu ein, das ist kein Stress, also einfach eben, ja, kostengünstig Offroad fahren können, wenn man es so zusammenfassen will. Und dadurch machen die Rennen aber auch mehr Spaß zum Zuschauen, weil eben die Fahrer mehr riskieren können, ne? Weil die Fahrzeuge halt einfach mehr aushalten, plus, wie gesagt, die Kosten nicht direkt hochgesprengt werden. Ne?
Das muss man mittlerweile sagen, zum Beispiel, als die DTM, oh, das wird nicht gut gehen. Jo, da geht's einmal geradeaus in die Wüste rein, aber, oh ne, das haben wir easy going weggesteckt. Ja, vorne hat, na, man leichte, kann leicht einen Schlag bekommen, alles gut. Das fand ich zum Beispiel so schlimm, als also bisschen nicht so schlimm. Ich bin ja großer Fan der DTM gewesen, mittlerweile nicht mehr, weil es gegen drei Rennwagen sind, das juckt mich nicht, ich finde Tourenwagen halt interessant. Man muss sagen, die sind ja früher, die Jahre davor ja auch keine richtigen Tourenwagen mehr gefahren, das waren ja auch eher, wie hießen das, waren nicht Prototypen, aber, ja, es waren halt keine Tourenwagen. So, die hießen es mal nur so, aber es waren keine Tourenwagen. Und das Problem ist von den Fahrzeugen, waren, die hatten schon asozialen, teuren Einkaufswert. Und klar, da war auch schon eigentlich kein Originalkarosse mehr drauf, sondern auch eben sowas drüber gezogen und so, aber Schäden an den Fahrzeugen waren arschteuer und dadurch ging der Kontaktsport so ein bisschen flöten, weil, das muss man sagen, ist bei Tourenwagen halt auch so geil, weil natürlich die Fahrzeuge an sich günstiger sind, ist immer noch Rennwagen, die kosten immer noch Kohle, aber dadurch eher mal zu Kontakt kommt. Und jetzt natürlich will ich kein Destruction Derby in einem Rennen haben, verstehe mich nicht falsch, Destruction Derby muss in einem Rennen vielleicht nicht sein, aber so ein bisschen Kontakt und sowas, wie damals in der BTCC und sowas, doch sowas fühle ich. Und wie gesagt, das ist in diesen Klassen auch gerne mal der Fall. Und das macht irgendwie mehr Spaß zuzuschauen, als wenn jeder Fahrer bei jedem Millimeter Berührung aufpassen muss, dass nicht jetzt gerade ein 100.000-Euro-Teil kaputt geht oder der Wagen einfach einen Geist aufgibt. Das nimmt irgendwie den Reiz raus. So. Nebenbei, der Wagen funktioniert sehr gut. Also wer hätte das erwartet? Die Stadium-Version funktioniert auf der Rennstrecke erstaunlich gut. Man muss ihn ein bisschen vorher reinwerfen, dass man die Kurve so leicht seitwärts fährt. Dann kommt man auch schöner rum, weil sonst geht es jetzt untersteuern, weil das natürlich, wenn man spät bremst, das weiche Fahrwerk einem dann dagegen arbeitet, weil man taucht ja dann vorne ein und dann geht es halt vorne rüber, weil wenn du dann volle Last vorne auf die Vorderreifen hast, dann kannst du natürlich vorne nicht mehr lenken, ne? Das kann man sich denken. Oh, hoppla, da hat sich die ganze Karosserie mal ganz kurz halb verabschiedet. Links haben wir sie gerade rausgerissen. Wir fahren jetzt mal kurz auf dem Highway und zerlegen das Ding mal. Ich glaube, schadentechnisch wird da nicht so viel passieren, weil ich erwähnt habe, da kann ich hier kaputt gehen. Ist nicht viel Fahrzeug. Es sieht nach viel aus, aber es ist wirklich sehr wenig Fahrzeug drunter. Unsere Karosserie hat sich ja gerade schon mal angehoben. Also, da können wir den Rest jetzt gleich auch mal kurz runterreißen. Wir werden jetzt mal. Ich glaube, hier müssen wir durch. Vollgas in den Gegenverkehr schallern. Oh, wir haben Flügeltüren? Ah, ne, wir nicht. Ne, die Karosserie. Ja, Lukas, wir haben Flügeltüren. Nein, die werden durch das Netz einsteigen, wenn es weg ist. Aber die Karosserie hat sich halt jetzt so zerteilt, dass vorne los ist und hinten nichts mehr dran ist. Dementsprechend kann das Ding natürlich hochknallen, weil es unten nicht mehr festgemacht ist. Aber ihr seht das schon, ne? Da ist halt nicht so viel Fahrzeug unter dem. Hoppala, unter der Karosse. Das ist relativ begrenzt. Meine Fresse, kann ich jetzt mal wieder Grip aufbauen? Die Hinterachse hat leider einen Schlag bekommen, deswegen kriege ich hinten links den Grip nicht mehr auf die Straße. Komm jetzt. So. Wir fahren jetzt mal schön in den Gegenverkehr mit dem Vollgas. Ich will mal gerade. Ja. Genau. Der Wagen spielt kurz mal SL. Wunderbar. Gut, dass wir jetzt kurz Flügeltüren hier simulieren. Das ist doch auch ganz schön. Aber es ist geil, dass das so funktioniert. Weil ihr seht, die sind halt oben nur noch irgendwo angebracht. Und wenn vorne und hinten natürlich die Connection fehlt, die ich da jetzt weggerissen habe, dann kann der Wind die Dinger natürlich nach oben treiben. Und dann funktioniert es wie ein Oh. Kommt es jetzt irgendwie wieder runter? Ne, das war's. Okay. Tschüss. Man sieht sich. Okay, es kommt schon wieder runter, aber nicht mehr an meinem Fahrzeug. Wow. Okay, der hat aber ganz schön viel Topspeed für das, was er machen soll. Junge, wir fahren 200. Das Ding ist normal auf dem Stadium-Track unterwegs. Da müsste kein 200... Na egal. Dann guten Tag, der Herr. Oh Gott. Entweder fahre ich drüber oder wir krachen voll rein. Es gibt jetzt zwei Optionen. Ich weiß nicht, ob die Reifen als erstes packen. Ne, die Reifen haben nicht als erstes gepackt. Wir schieben ihn komplett mit unserem Rahmen gerade vollkommen zusammen. Aber wir heben auch schön ab. Ist doch schön. Unser Fahrwerk arbeitet auch in dem Fall noch. 1A. Kann man nicht meckern. Oh. Junge, den habe ich aber auch zusammengeschoben, ne? Ich würde mich jetzt mal interessieren, ob das Fahrzeug. Wo ist mein Reifen hin? Ach, da. Der sieht platt aus, ne? Aber ich würde interessieren, ob mein Fahrzeug noch fahren könnte. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich die beiden Kollegen. Mein Käffchen, Tasse. Tasse, Käffchen, so rum. Beiseite holen. Das Problem ist, wir haben uns so hart doll lieb gehabt mit ihm, Kollegen hier. Es ist schwierig, wir. Ja, ich glaube, wir haben uns sehr innig verbunden, würde ich liebevoll ausdrücken. Ah, jetzt habe ich meinen eigenen Truck gleich kaputt, wenn ich Pech habe. Ah, jetzt haben wir es. Wir haben es. So, kippen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob der. Ach, ehrlich jetzt? Ich habe den exakt wieder eingehakt. Du willst mich doch verarschen, Spiel. Jetzt hau ab. Nein, nicht da hinten. Nein, bitte geh einfach weg. Jetzt komm. Habe ich den Gegenverkehr getroffen? Ich bin mir gar nicht ganz sicher. Ich habe echt gut geworfen. Nee, habe ich doch nicht. Okay. Fährt er noch? Ja, okay. Also, an sich ja. Bodengruppe ist. Oh ne, ich habe immer noch Stoßstangen unter dem Auto hängen, aber ja, der rechte Reifen ist halt
Man sieht halt, oh, hier Krümmer, ich glaube, es ist aber nicht meiner. Oder ist das meiner? Ich bin mir nicht sicher, ob das mein Krümmer ist. Wie sehen die Krümmer denn bei ihm aus? Wo sitzen sie überhaupt? Ich habe irgendwie einen Krümmer hier hängen. Ah, ne, ist das meiner? Ich glaube, es ist meiner, ne? Warum kann ich jetzt nicht mehr weiter rauszoomen? Hallo? Jetzt kann ich. Warum auch immer. Ja, der Reifen ist vorne rechts halt komplett platt. Also den. Ja, den hat er. Ja, okay, der ist halt komplett zerrissen. Okay, gut. Aber er könnte rein theoretisch noch fahren. Der Reifen halt nicht platt, aber na gut. So. Wir gehen rein in die. Gehen direkt in die Unlimited-Version, weil das hier ist an sich, wie gesagt, die Einsteiger-Customer-Version mit einem normalen Serienmotor. Aber ich würde sagen, wir gehen direkt in die Unlimited-Version, mit der wir einfach mehr Spaß. With a fire-breathing big block V8 and a purpose-built chassis, Unlimited Trucks are the apex predator of the open desert. The only rule is the unrules. Okay, heißt, wir können damit auch durch die Wüste ballern. Das Spiel hat mir gesagt, oh, hier haben wir direkt zwei Ersatzreifen bekommen. Moin, okay. Ein paar mehr Zusatzleuchten. Gut, Innenraum ist schön ähnlich geblieben. Das ist doch nett. Das ist doch ganz gut. Genau, Licht. Ich würde gerne mal die ganze Lichtleiste anschmeißen. Hoch. Hat er jetzt alles angemacht oder nicht? Nee. Ist die Lichtleiste an? Ich glaube nicht an, oder? Schnauze, ich fahre doch gleich weg, Mensch. Ah, Nebel ist das. Ah, jetzt sind. Nee, Nebel ist in der Mitte. Ach, keine Ahnung. Doch, jetzt, doch, Nebler sind das. Okay, es ist keine Dachleiste, es sind Nebler-Scheinwerfer. Aber, boah, das leuchtet auf jeden Fall gut aus, würde ich mal behaupten. Ich glaube, wir sind aber schon zu weit, dass wir in die Wüste kommen, ne? Jo, wir sind ein bisschen zu weit gefahren. Wir müssen einmal ganz kurz umdrehen. Oh ja, wir haben ein bisschen mehr Dampf. Und noch ein bisschen mehr Suspension-Travel. Oh ja, das Fahrwerk ist nochmal ein ganz anderes Level. Uiuiui. Ja, merkst du richtig. Oh, Junge, okay. Ja, der ist auf dem Stadium-Track, wäre der, glaube ich, gar nicht mehr so taugbar, weil er schon zu weich ist, um in den Kurven vernünftig zu fahren. Der Wagen ist dafür gedacht, um große Unebenheiten eben ohne Probleme wegzustecken. Das hast du im Stadium-Track ja nicht so viel. Da hast du ja, wie gesagt, ein paar Sprünge und sowas. Da muss er halt einstecken, aber die Wege an sich sind nicht die ganze Zeit nur bumpy. Boah, Junge, okay, der hat aber richtig Kassalade runter. Holy shit, okay, der geht gut nach vorne. Ja, du siehst ja hier, ihr seht ja das Fahrwerk arbeiten, aber wie wenig das die Karosserie, also du siehst ja, wie stabil die Karosserie bleibt im Vergleich zum Untergrund. Du siehst die Reifen und das Fahrwerk ja arbeiten und die Karosserie ist gefühlt aber nichts am machen. Ich krieg das komplett ausgeliehen, das ist schon insane, ey. Das ist schon gut. Moin, moin. Ich mal. Ja, hier sind Felsen, da muss ich ein bisschen aufpassen. Es ist immer noch ein super Fahrzeug, aber Felsen sind Felsen. Die wandern hier immer leider noch nicht weg in dem Spiel. Die sind dann leider immer noch massiv. Uiuiuiui. Sorry. Komm, mach dich mal vom Acker jetzt hier, komm. Hab kurz Monster Truck gespielt. Super. Straße ist auf jeden Fall jetzt frei. Wir haben die Versicherungsdaten ausgetauscht, wunderbar, das wird die Versicherung freuen. Ja, ich habe den Kollegen auf dem Dach gelegt. Ja, könnt ihr mal zahlen, machen wir schon. Mach mal gar keinen Stress hier. So, wir jumpen jetzt mal hier rüber in die Desert. Oh, da war ein Felsen, das war nicht so gut. Aber Fahrwerk regelt. Das Fahrwerk macht das schon. So, jetzt bin ich mal gespannt. Hier haben wir ja wirklich super. Oh, okay. Ich übertreib's hier, glaube ich, immer ein bisschen. Das kann dich nichts aufhalten. Außer der nächsten Felsen, 2 Meter neben der Straße. Der wird dein Problem werden. Mal gucken, dass ich ihn gekippt kriege. Ah, fuck, das war die falsche Anbaustelle. Ich will den Auspuff nicht reißen. Das ist das Problem. Der Auspuff sitzt nämlich hier, warum auch immer. Oh, ist das der Auspuff? Ja, ne? Ja. Wenn ich daran geruppt hätte, wäre es doof geworden. Oh, Framerate, hallo? Hallo? Framerate. Ey! Ich reset mal. Können wir uns wieder? Ey! Spiel? Sind wir noch am Leben? Geht's noch? Können wir wieder zurückkommen zu 60 FPS oder wollen wir das heute nicht mehr? Ich respawn mal kurz. Das wirkt gerade irgendwie ein bisschen komisch. Ich bin dann wieder da. So, nach dem Restart geht's dann wieder. Ja, es ist wieder alles schön flüssig. Keine Ahnung, da hat BeamNG sich mal kurz verschluckt. Kann ja mal passieren, ne? Hier gibt's viele Physik-Sachen, die hier berechnet werden, ne? Das ist ja vollkommen fein. Kann ja ab und an mal passieren. Ich meine, es passiert so selten, dass es alles okay ist. So, gut. Hat sich jetzt gerade der ganze Verkehr von der ganzen Stadt hier aufgestaut. So, wir ballern jetzt mal rüber. Oh, ihr müsst aufpassen, dass ihr nicht auf die Seite schmeißt, wenn der mal zu sehr das Beinchen hebt, ne? Der fängt ganz schön an, die Vorderachse hochzuschmeißen, wenn du Pech hast in der Innenkurve. Also, der Innenkurve solltest du vermeiden. So, jetzt gucken wir mal. Jetzt haben wir nämlich hier schöne Dünen. Oder heißt ja Dune Kicker, ne? Oh ja, die Dune kickt halt richtig. Die kicken ihn aber auch gerade richtig. Aber das Fahrwerk ist halt einfach so flexibel, dass der, selbst wenn er schräg aufkommt, sich das wieder abgefangen kriegt. Das ist halt schon geil. Heckantrieb ist natürlich jetzt hier nicht unbedingt der goldene Schlüssel, weil natürlich
ich mich ein bisschen in die Dünen eingrabe, wenn ich nach vorne komme. Ja, aber das Fahrwerk, oh, guck, easy. Du hast auch keinen dumpfen Schlag, du hast auch nichts kaputt gehen. Der macht, der steckt das halt einfach weg und dann ist auch gut hier, ne? Ja, zack. Aber wie entspannt. Oh, okay. Ja, da hat. Das Fahrwerk hat zu viel gearbeitet und hat mir das Seitenteil kurz weggenommen. Naja, gut, jetzt haben wir mehr Suspension Travel. Man muss die positiven Dinge an den negativen Dingen sehen. Ey, hallo. Ich weiß nicht, warum der Wagen und die Frame sich hier irgendwie nicht so ganz doll lieb haben. Also vor allem in der Wüste. Ich fahre mal aus der Wüste wieder raus. Ich bin mal gespannt. Wird es dann wieder besser oder können wir uns nicht? Ich würde euch gerne erklären, was. Oh, tschüss, Tür. Was das Problem ist, Unlimited und mein. Ich spawn mich mal ganz kurz anders auf der Map. Hallo, was ist denn jetzt dein Kack-Problemspiel? Es ging noch die ganzen letzten Tage. Wunderbärchen, warum. Warum? Wir gehen mal ins Dune-Kicker-Base, gell? Mal gucken, ob die Frame sich da wieder fängt. Hier geht's wieder. Okay, weird. Der Wagen und die Wüste sind sich nicht so ganz ein. Kann das irgendwie sein? Oder sind da zu viele Physikberechnungen? Also, sie haben ja geschrieben, dass sie mit Experten gearbeitet haben. Vielleicht haben sie den Teil gerade vielleicht einen Tacken übertrieben. Ja, hier geht's wieder. Okay, weird. In der Wüste mit dem ganzen Sand zusammen versteht sich der Wagen und mein PC nicht so gut. Meine 3070 und. Also, okay, ja, gut. Das Problem hatten wir die letzte Zeit aber noch nicht. Und es ist ja nicht so, dass viel Verkehr in der Nähe gegen wäre. Wenn ich in der Wüste bin, fährt da gar keiner mehr rum. Der Gegenverkehr spawnt ja in dem Moment auch nicht. Der spawnt ja nur in der Nähe auf den Straßen in Sichtweite. Also nicht in Sicht. Doch schon in Sichtweite eigentlich fast schon. Ja, hier geht's wieder. Okay. Ich würde euch gerne in der Wüste zeigen, aber irgendwie das Spiel das nicht. Der SP-Dune-Kicker möchte nicht die Dunes kicken. Aber wir haben gesehen, es würde funktionieren. So, ihr habt gesehen, rein technisch ist es machbar. Wir können jetzt auch mal da einfach mal aus dieser wunderbaren Steilkurve rausspringen. Ich würde natürlich super schief gehen, aber Option ist da. Und Optionen werden getaked. Oh Gott. Ja, wir springen in die Düne rein. Nicht mal in die Düne rein, in den Berg rein. Au! Okay. Ausbeschädigt. Ja, nicht nur Ausbruch, Bruder. Jetzt müssen wir mal gucken, ob ich den hochkriege wieder. Aber ich glaube, er wird mir jetzt wirklich abversacken. Ah, na, komm. Ja, okay. Das ist auch alles abgeflogen. Die Außenverlange hängt auch mittlerweile auf halb acht. Aber ja, es war der Krümmer von ihm hier. Oh. Ich wollte gerade sagen, sind auch Aufhängen kaputt? Nee, aber es fehlen uns ein paar Stücke Reifen in unserer Felge. Hoppla. Schon wieder ein Platten. Wir fahren jetzt mal rüber an die Straße. Ich glaube, mit dem können wir auch nochmal gut in den Gegenverkehr slammen, weil. Er bounce doch ein bisschen mehr. Geil, wenn man irgendwie so mit Gasstoß irgendwie einen Wheelie hinkriegen könnte. Aber das wird, glaube ich, nicht möglich sein. Wir müssten halt vorher irgendwie ohne jemand mitnehmen, dann ginge das vielleicht. Oh, hier ist auch ein bisschen Wüste. Guck mal hier, die Wüste geht. Das ist nicht zu tief in die Wüste. Da, wie gesagt, ich habe keine Ahnung warum. Ich kann mir nur mit dem Detail gerade erklären, dass das Fahrzeug da irgendwann die Hardware-Power ausgeht. Wieso auch immer, aber na gut. So, wir fahren jetzt mal rüber auf den Highway. Hier geht's lang und oben sind Büsche. Hoppla. Wenn hier keine Felsen sind, ist alles gut. Ja, komm, reiß mir doch die ganze Karre auseinander. Mein Gott, so kleiner Strauch, ey. Ich kann die Karosserie am runterruppen. Ja, mal runter. Wunderbar. Das ist schon gut, aber Spaß machen die Dinger. Also, wir haben ja schon von dem Gavril D-Series, ja, von dem Pickup, haben wir auch schon so Offroad-Trucks gehabt. Die sind natürlich aber ein ganz anderes Level, weil die waren ja noch, ich sag mal, ein bisschen seriennah. Die hatten Scheinwerfer und so kleinerer Dutch und waren eher Bacher-Trucks. Und, die Version, die finde ich noch ein bisschen cooler, muss ich sagen. Ich mag diese Klasse grundsätzlich. Guckt euch das mal an. Wie der hier drüber jagt, als wäre es nix. Oh, ja, als wäre es nix. Ich habe gerade ein bisschen viel zu sehr zur Seite geguckt. Hoppala. Ja, ist ja gut, als wäre es nix. Oh, als wäre es nix. Weiter geht's. Ist ja nichts passiert. Ich habe nichts gesehen. So, weiter geht's. Aber es ist wirklich Wahnsinn. Ich finde das so faszinierend bei diesen Offroad-Fahrzeugen. Gibt es ja auch super viele Aufnahmen aus Amerika und so, wo sie auch neben den Straßen. Da gibt es ja auch solche Wege. Nehme die Straßen gerne mal, wenn du in die Wüste fährst. Die einfach wirklich drüber fliegen und du siehst ja, wie das Fahrwerk bap, immer arbeitet, aber die Karosse eine Linie mit dem Horizont die ganze Zeit bleibt. Es ist wirklich. Es ist irgendwie so unglaubwürdig, weil wenn man halt so ein normales Auto kennt, weiß man, wie ein normales Auto sich bei so Bodenwellen verhält. Und da bleibt die Karosserie nicht eine Linie mit dem Horizont. Das ist schon cool. Ich finde das, feier das schon sehr. Wir haben eine schöne Bullbar vorne wegen den Zusatzleuchten, die wir denen in die Karre rammen können, ne? Müssen wir wieder rauskommen. Ja, die Bullbar. Aber das Gute ist, ich kann an der Bullbar, glaube ich. Nicht an der Bullbar, an der Verstärkungsleiste, ist keine Bullbar, aber ihr wisst, was ich meine. Aber da kann ich packen und die wieder rausziehen. Ah, komm! Nur gucken, dass ich mich selber die Karre nicht kaputt. Jetzt kusch dich nochmal bitte, ich muss den Wagen hier irgendwo runtersetzen. Hopp. Ah, ich glaube, Aufhängen ist durch, ne? Oh, ne. Ja. Ja, okay. Rechts lenken. Also widerwillig, links lenken. Frage, wie viel man wenden möchte. Oh, ne, wir kommen noch rechts, kommen wir noch?
Ja, wir fahren noch. Bisschen krumm und schärf, aber wir fahren noch. Ja, die Vorderachse ist ein bisschen noch weicher. Also vor allem, weil sie in alle Richtungen zeigen kann. Nicht mehr nur nach oben. Oh Gott. Sorry. Oh, hat aber geklappt. Oh, den nächsten haben wir auch noch mit. Bam, Junge. Das war einfach der Move. Das war schon schön anzusehen. Also schön mit dem Hexer, bam, nochmal einen mitgegeben. Das ist schon gut. So, jetzt gehen wir mal ein bisschen Schwung drauf. Weil der andere fuhr 200. Ich will mal gucken, was er hier kann. Wo ich wundern würde, wenn er schneller kann. Weil, wie gesagt, es gibt keinen Grund, dass diese Dinger 200 fahren müssten. Weil wir fahren in der Wüste. Du fährst nicht mit 200 über die Düne drüber. Oh, er fährt auf jeden Fall schneller. Haben wir noch einen Gang? Ich hoffe nicht, Alter. Nee, ich glaube, jetzt kommen wir. Ja, wir haben auf jeden Fall nur einen Dreigang. Aber das Dreigang fährt einfach mal über fast 250. Heilige Scheiße. Ja, 250 ist der Begrenzer. Mhm. Da hätte ich ihn auch logischerweise in einem Offroad-Truck gesetzt, weil 250 klingt logisch. Moin, moin. Oh, so schnell kann ich gar nicht Slow-Mo anmachen, wie bei dem in die Karre fahren. Gott. Okay. Dem bin ich ja komplett in die Fahrerkabine reingejagt. Gott, das sieht aber auch jetzt gerade einfach schön aus, ne? Das ist doch einfach ein Bild. Guck hier, das ist doch hübsch. Hübsch ist es. Ey, Junge, wir haben halt nichts davon mehr übrig gelassen. Es ist komplett in die Fahrerkabine reingeklatscht. Immer wieder ein bisschen schneller, ne? Dauert sonst ein bisschen. Oh, und jetzt noch schön den Wrestling-Move. Komm, rüber da. Motorstand kritisch, niedrig. Ich glaube, mein Motorstand. Nein. Mit der Sonne ist das gerade aber schon ziemlich episch anzusehen, was hier passiert. Alter, Junge. Hört das auch irgendwann mal auf oder ist es... Der Motor läuft immer noch nebenbei. Ich sag nur, wie es ist, ne? Kriege ich den da wieder rausgezogen? Es ist echt gut, dass man so viel Rahmenteile hat, in den man packen kann, ohne dass was kaputt geht, weil die echt nicht nachgeben. Ja, also hier säße ungefähr der... Ich habe Versicherungsdaten ausgeschrieben. Würde ich ein bisschen bezweifeln, dass wir irgendwas ausgetauscht haben. Ja, hier und hier vorne wäre so der Motor und... Naja, es ist nicht mehr so viel übrig, wie man es vermuten lässt. Fährt der jetzt noch besser als gerade? Das Problem ist hauptsächlich das Problem, was man hat, dass man sich gerne mal den Reifen auf der Felge komplett zerreißt. Das ist schon wieder der Fall. Der Reifen ist komplett platt und hängt mir jetzt in der Felge. Ja, dadurch kommst du nicht mehr wirklich weg. Ich meine, so von rechts, von links der Reifen, ne? Gut, und hinten die Aufhängung, die komplett Banane ist, aber... An sich würde der noch fahren, wenn er könnte. Aber... Für dieses kleine Video würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst uns ganz gerne einen Daumen oben da. Würde ich mich sehr, sehr, sehr drüber freuen. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Wir haben nämlich ja noch ein paar Fahrzeuge. Ne? Das ist ja nicht das letzte Fahrzeug gewesen. Wir haben noch ein bisschen was. Und mit dem werden wir natürlich dann auch diesen Passanten von Johnson Valley richtig sehr auf den Sack gehen. Mit dem schiebst du einfach Autos zusammen. Das ist so lächerlich. Ah, noch ein schöner Überschlag zum Ende. Guck mal, ist doch schön. Mit der Sonne ist schon schön. Wenn die Sonne so steht, das macht schon viel her, die Überschläge. Die sehen dann einfach direkt cooler aus. Tja. Und mit dem wunderbaren Bild, welche raus? Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Haut rein, bis dann. Tschüss. Yeah, I got skills, do it for the thrill. I'm on a paper route. Extra, extra, read about it. I'm today's trying to tap it. I put commas over bullshit. Yeah, I put that on mamas. They trying to black on my blessings. They thought I lost a stepping. I bet on me and my team.